Ist das das? Mal sehen. Expecto Ludum. Ja, dann begeben wir uns jetzt wohl ins Land der tausend Märchen, wenn ich das richtig einschätze. Regis? Regis? Land der tausend Märchen. Unglaublich. Mal sehen, wo der Weg hinführt. Nehalini dreht durch. Das ganze Land ist eine Illusion, aber so mächtig, dass sie nicht aufgelöst werden kann. Ja, dann schauen wir doch mal. So, wir speichern mal vorsichtshalber. Bäh. Jetzt leuchtet er wieder von alleine. Das ist immer dieses scheiß Steam-Overlay, was da manchmal aufgeht. Na, gucken wir mal weiter. Warum rennt der denn jetzt die ganze Zeit schnell? Verdammt nochmal! Er hat meinen Lebkuchen gefuttert. Jetzt wird er gefuttert. Und wer ist das? Ein verirrter Reisender? Du solltest nicht hier sein, mein Bester. Puh, du bist aber alt und blech. Naja, keine Sorge. Ein bisschen Butter, ein paar Gewürze und aus dir wird eine mürbe Köstlichkeit. Nein. Gleich, wenn ich dich gefangen habe. Eben genommen, hoffentlich geht das damit besser.
Ich sehe nix. Ich hab's noch nie einmal irgendwie getroffen. Ich weiß nicht genau, wie das... wieder rauskommen da. Also das hasse ich immer am meisten, wenn er sich irgendwo eindockt da. Böse Hexe, böse Hexe. Das ist fix immer an mir vorbei, ey. Ha ha ha!
Ja gut, wenn wir natürlich auch keine... Ach, wir haben gar keine anderen mehr. Ja, hervorragend. Ja, das ist mit den Bolzen natürlich nichts wird, ist klar. Hau sie doch um! Was steht denn da jetzt? Oh Scheiße, ich bin gleich tot. Oh Mann, nein! Gut, dass wir auch jeden Scheiß in meinen Taschen haben, aber dass ich die Pfeile alle irgendwo rausgetan habe.
darf man natürlich nicht. Sicher, ob wir das auf diese Art und Weise schaffen. Hau sie weg! Meine Güte! Jetzt greift mich der Besen an. Alter, was ne Geburt! Was zum Teufel war das? Die Knusperhexe. Von der hast du doch schon gehört. Also, wohin hat sie den Schlüssel getan? Hör mal, ich... Wo hast du die Waffe her? Sie gehörte dem Märchenprinzen. Er braucht sie nicht mehr. Ah, da ist er. Danke. Sie hätte mich gebacken, wenn du mich nicht... Sienna? Du bist wohl Hänsel? Ist eine Weile her. Hans! Bist du zum Spielen hier? Nein, ich will nur deine Bohnen. Entspann dich. Was für Bohnen? Bohnen? Was für Bohnen? Jetzt stör mal nicht. Also, Hans, wo sind sie? Sienna, es tut mir leid. Ich hab sie nicht. Oh, mir ist, als würdest du lügen. Möchtest du doch die alten Spiele spielen? Das ist der Daumen, der schüttelt die Pflaumen. Och, nein. Ich sage die Wahrheit. Ich schwöre, Anarietta hat befohlen, sie alle zu vergraben, damit du nicht wegkommst. Und wo? Weiß ich nicht. Aber Jost, der Wolfsjunge, der müsste es wissen. Der steckt die Nase doch in alles. Ich hoffe, er weiß es. Wenn nicht, dann finde ich dich und rede ein ernstes Wort mit dir. Verstanden? Jetzt. Also schön. Was willst du hier? Ich bin hier, um dich zu befreien. Freundlich von dir, aber Zeitverschwendung. Ich befreie mich selbst. Vielleicht, vielleicht nicht. Mit meiner Hilfe würdest du dich leichter tun. Das hast du ja gerade gesehen. Und du hast noch nicht erklärt, was ich dich schere. Detlaff, er will Anna Henrietta zwingen, dich freizulassen. Er lässt Beauclair von Vampiren angreifen. Klingt ganz nach Detlaff. Aber du bist doch nicht zum Tratschen hierher gekommen, oder? Komm zur Sache, bitte. Ist das nicht klar? Ich kämpfe an deiner Seite. Wir wollen dich beide hier rausbringen. Du, um deine Freiheit wiederzukriegen. Ich, weil das Chaos in der Stadt aufhört, sobald du dich mit Detlaff triffst. Du hast mich verraten. Wegen dir bin ich gefangen. Und jetzt willst du meine Hilfe? Das Leben steckt doch voller Überraschungen. Ich würde dir ja sagen, du sollst dich schicken. Aber wenn du die Wahrheit sagst, sterben Leute, die hiermit nichts zu tun haben. Das geht nicht. Detlaff sollte nur die umbringen, die es verdient haben. Sonst niemanden. Gut, Hexe. Ich nehme dein Angebot an. Wir sind Verbündete. Deine Hand drauf. Und was sind das für Bohnen?
Erklärst du es mir? Mhm, sicher. Aber du musst dich noch gedulden. Es führen zwei Wege aus diesem Land. Einen davon hat meine reizende Schwester blockiert. Der andere ist da oben, in den Wolken. Er ist schwer zu erreichen, weil sie die Boden hat verschwinden lassen. Aber unmöglich ist es nicht. Ich verstehe immer noch nicht. Schon gut, hör einfach zu. Der Junge, das war Hans, der mit der Bohnenranke. Kennst du das Märchen? Hans klettert an einer Riesenbohnenranke bis in ein Wolkenschloss, das einem Riesen gehört. Das können wir auch, sobald wir wissen, wo Anna Rietta diese verfluchten Bohnen versteckt hat. Es gibt drei. Eine rote, eine blaue, eine gelbe. Was denn? Warum reicht nicht eine Bohne? Es muss ganz genau wie im Märchen passieren. Alles klar? Suchen wir Jos. Vielleicht kann er uns helfen. Du gehst voran. Jos ist meistens auf der Lichtung am Fuß des Bergs zu finden. Das ist ein Stück weg von hier, hinter dem Hexenhaus rechts. Ich muss noch irgendwas zu mitnehmen. Oh, Kekse. Ich hab Kekse. Also sowieso mal wieder hier unseren Nahrungsmittel ein bisschen. Erstmal müssen wir gucken, ob wir ein Stündchen meditieren können. Wegen der Tränke nochmal. So, die sind aufgefüllt. Hat man gehört. So, dann Inventar. Nochmal auf die Lebensmittel. Geröstetes Kräuterbrot. Ja, und das überlegene schwarze Blut behalte ich besser noch. Ich weiß nicht, ob wir noch Vampire treffen. Wir müssen uns dringend neue Bolzen besorgen. Wir können jetzt nicht quasseln. Wir müssen Jos finden. Ja, ist ja gut. Also, was genau geht eigentlich in der Stadt vor? Blutvergießen, Gemetzel. Darum sind wir in Eile. Keine Sorge, die Zeit läuft in der Märchenwelt anders. Wir können hier eine Woche bleiben und draußen sind nur ein paar Minuten vergangen. Ich weiß aber nicht, ob ich eine Woche hier bleiben möchte. Ehrlich gesagt. Noch ein bisschen schneller. Vorsicht, Kobolde! Verlieren wir die Nase. Kobolde, die ich je gesehen habe. Die wurden hier postiert, um die Märchenwelt vor Eindringlingen zu schützen. Also vor dir. Oh, Einhörner! Fangen wir sie ein. Dann müssen wir nicht mehr dauernd laufen. Ich nehme das in rosa. Plötze! Plötze als Einhorn! Aufregend, nicht wahr? Erinnert mich an meine Kindheit. Mich erinnert es an was ganz anderes. Erzählst du es mir? Lieber nicht. Das Einhorn und Yennefer. Verdammt!
Schon gut, es ist vorbei. Nein, ist es nicht. Da kommen mehr. Noch ein Wolf, hinter dir. Hör gar nicht hin, er lügt immer. Ach so, der Junge, der immer Wölfe ruft. Wie auch jetzt. Nur dann nicht, wenn wirklich welche da sind. So ist es. Hör mal, Kleiner, Hans sagt, dass du weißt, wo seine Bohnen sind. Ich weiß nichts, überhaupt nichts. Pass bloß auf, die Wölfe kommen. Das wird interessant. Also, fangen wir an. Nehmen wir ganz kurz an, du wüsstest, was aus der roten Bohne geworden ist. Wo wäre sie nie und nimmer? Auf keinen Fall hat sie jemand verschluckt. Oh nein, bestimmt nicht. Natürlich nicht. Und wer hätte sie auf gar keinen Fall verschluckt? Ein Mensch. Der menschlichste Mensch im Land der 1000 Märchen. Bestimmt weißt du nicht, was aus der blauen Bohne geworden ist, oder? Keine Ahnung hast du. Was? Ich hab gehört, die liegt irgendwo im Freien rum. Einfach so? Und niemand bewacht sie? Genau. Dreimal niemand. Hilfe! Hilfe! Die gelbe Bohne. Du hast keine Ahnung, wo die ist, richtig? Die ist irgendwo ganz tief unten. Sehr, sehr tief. So tief, dass sie mitten in der Erde ist. Und wer hat sie? Hm? Ein glatzköpfiger Bauersknecht, der überhaupt nicht auf jemanden wartet. Nicht im geringsten. Ihr Leute! Sag das noch einmal und ich hau dich in Stücke und füttere die Fische mit dir. Okay. Kapiert? Jo, dann haben wir alles gefragt, dann würde ich sagen, dann also so los. Wir sollten aufbrechen. Nehmt euch vor den Wölfen in Acht! Mit dem zu reden ist gar nicht so leicht. Wirklich? Man muss doch nur daran denken, dass er immer lügt. Oder die Wahrheit umdreht, um genau zu sein. Mhm. Und wohin jetzt? Weiß nicht. Wir sollten wohl noch ein paar Märchen besuchen. Die wichtigen jedenfalls. Vielleicht verstehen wir Jost dann besser. Es sind nicht viele. Rotkäppchen, je drei Schweinchen und Bären und natürlich Goldlöckchen. Dann Rapunzel und dieses Mädchen, das Zündsteine verkauft. Ah, gut. An die Arbeit. Ja, aber vorher wie immer Meditation. So, Unglaublich. Du musst diesen Ort geliebt haben. Gehen wir erst mit den drei kleinen Schweinchen. Aber Kinder langweilen sich schnell. Sogar Teegesellschaften mit lauter kichernden Prinzessinnen werden irgendwann fragen. Och, mein Schwert ist kaputt. Was hast du dann getan? Enteneier in Schwanennester gelegt. Sowas in der Art. Oder der Prinzessin die Erbse geklaut. Achso, ich muss sie aufgeben. Ich glaube, die schläft heute noch. Schneller! Na los! Das heißt, warte mal, die, das sind ja Märchenwölfe, ne? Vielleicht haben die noch ein bisschen Loot. Anis! Und ich mein's Plötze. Plötze? Im Ernst? Ugh. Nee, aber rohes Fleisch brauchen wir keins. So, auf! Natürlich nehme ich mein Einhorn Plötze. Soll ich noch warten?
Plötzlich schon weitergelaufen. Aber gut, dann sind wir eh fast da. Oh, Anschlagbrett. Nehmen wir natürlich mit. Pfoten weg von meiner Matratze. An den Spaßvogel, der mir immer wieder was unter die Matratze legt, das ist die letzte Warnung. Wenn ich dich erwische, lasse ich dich auspeitschen mit einem heißen Eisenbrandmarken, die Haut abziehen und zum Schluss von Pferden in Stücke reißen. Prinzessin Alexia. Frische Waren. Tabak, Fistech-Alkohol, von Absinth bis Wodka aus reinem Getreide. Der Kunde ist König, das Mädchen das Waren verkauft, vormals das Mädchen das Zinnsteine verkauft. Wem gehört dieser Schuh? Auf dem Ball letzte Nacht habe ich mit einer Dame getanzt, mit blondem, hochgestecktem Haar und blauen Augen. Punkt Mitternacht verschwand sie und ließ einen gläsernen Schuh zurück. Alle Frauen im Land der tausend Märchen haben vor mir zu erscheinen. Sie sollen den Schuh anprobieren, damit ich die Dame finden und um ihre Hand anhalten kann. Wer nicht erscheint, wird zur Strafe ausgepeitscht. Prinz Hubert. Personen gesucht. Aus einem meiner Eier ist was Riesiges ausgeschlüpft. Ich vermute, dass mich meine Ehefrau mit einem der 6 Schwäne betrogen hat, auch wenn sie alles abstreitet. Ich bezahle gutes Geld für Hinweise, die ihre Schuld belegen. Garantiert vollständige Geheimhaltung. Die Ente. Ungewollte und unerwünschte Kinder gesucht, ja. Pummelige, bevorzugte, dünne werden aber auch genommen. Hexe. Auftrag, ganz verloren. Einwohner des Märchenlands, jemand verfolgt mich. Ich fühle, dass ich beobachtet werde, seit ich aus dem Wolkenschloss hergekommen bin. Helft mir, bevor es zu spät ist. Bei Bina, die Gans, bekannt als Gans, die goldene Eier legt. PS, ich weiß, Jos behauptet, dass er es ist, aber er ist es nicht. Ist klar. Auftrag von einer Gans, das ist neu. Willst du dich wirklich damit aufhalten? Na klar. Ein echter Hexer hilft jedem Geflügel in Not. Oder wo wir schon mal gerade hier sind, gucken wir mal, was die hier haben. Guten Tag. Zigarillo? Tabak? Eine Prise Fistech? Wie war das? Aus welchem Märchen bist du? Ich habe mal Zündsteine verkauft, aber die wollte keiner haben. Da habe ich umgesattelt. Jetzt verkaufe ich alles, was Spaß macht. Was wollt ihr denn haben, meine Lieben? Zauberbohnen. Hast du welche? Wenn ich es noch nicht aufgezählt habe, dann habe ich es nicht, meine Spatzen. Aber vielleicht mögt ihr... Hey, woher hast du das Band? Das ist meins. Ach was? Warum lag es dann in den Büschen? Was man findet, darf man behalten, Süße. Gib Sienna das Band. Warum denn nicht? Zuckerschnäuzchen. Das Einzige, was es bei mir umsonst gibt, ist die erste Dosis, damit ihr auch schön wiederkommt. Alles andere müsst ihr bezahlen. Und wenn ich dich freundlich bitte? Dann spiele ich vielleicht darum. Karten. Was gibt's sonst noch? Was genau hast du noch zu verkaufen? Wie ich schon sagte, Tabak? Fistech? Alles Mögliche. Seht selbst. Kekse, noch mehr Kekse. Lipu. Magische Pilze, Korken. Korkenzieher nehmen wir noch mal mit. Kuhmann. Unbedingt. Ja, sonst ist da glaube ich auch nichts dabei. So. Gut, ich bezahle für das Band. Reicht das? Ja, jetzt schert euch weg. Gut, erzähl's mir. Wie?
was du als Gegenleistung willst. Ach, aus Herzensgüte tust du es wohl kaum. Ich will nichts dafür. Ich... Danke. Bitte. So, wir wollten aber jetzt trotzdem noch mal eben einmal ganz kurz eben gucken, was das jetzt für eine Nebenquest gewesen ist. Die machen wir natürlich auch gleich mit. Oder war das Hexauftrag, ne? Das Monster auf Tufo. Aber wo ist es? Schnatter, schnatter. Müsste das dann sein, ne?